Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Digital Devil Saga und damit beim Rumble-Part wahrscheinlich, weil wir jetzt gerade rückwärts, also eigentlich nochmal vorwärts, aber theoretisch auch rückwärts, in der Kanalisation nochmal rumrennen, weil meine Charaktere eben noch das gelernt haben, was sie lernen sollen. Ja, bedankt euch bei Surf und Co. Die sind schuld, nicht ich. Sag ich jetzt mal so. Ja. Das heißt, wir erkunden jetzt im Prinzip die Wege, die noch übrig geblieben sind. Was je nach Encounter Rate relativ schnell geht oder auch nicht. Aber vor allen Dingen sorgt das nochmal dafür, dass wir hoffentlich den entscheidenden XP-Boost bekommen. Surf ist schon am Lernen von dem, was er lernen soll. Heat noch nicht. Und Agila muss definitiv auch einen Umweg noch gehen, um das zu lernen. Ich habe gar nicht bei Heat geguckt, ob er einen Umweg gehen muss. Bei aller Wahrscheinlichkeit muss er auf ehrlichen Weg gehen und noch mehr Techniken vorher lernen. Aber das sehen wir dann gleich. Ich meine, je öfter ich kämpfen muss, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit jedenfalls, dass wir Arahabakis treffen. Das ist in der Theorie eine gute Sache. Ich merke gar nichts, aber benutzen wir es einfach mal. Man muss ja irgendwie die Runden rumkriegen, ne? Okay. Schaffen wir es zumindest ein Arahabaki zu ziehen, das ist gut. Ich frage mich übrigens jedes Mal, wenn ich mir das angucke, also wie oft sie getroffen sind. Wenn ja, ich weiß nicht, ob es immer dreimal ist oder bis zu dreimal, aber sie werden ja öfter getroffen. Aber scheinbar ist nur der allererste Treffer entscheidend, ob sie eingefroren werden oder nicht. Wenn nicht, dann bleiben sie scheinbar nicht. Das ist mir so sehr entgangen. Aber gut, das Eis am Stiel wurde wieder serviert. Fachmännisch zerteilt mit den Wolverine-Krallen des Heat. Ja, Hauptsache, er kratzt sich damit nicht an der Nase oder so. Das wird dann wahrscheinlich nicht beim Kratzer bleiben, sondern dann ist die Nase ab. Ne? Wollen wir nicht. Ich hab's beim letzten Mal schon erwähnt. Wir steuern im Prinzip aufs Endgame zu. Aber gut, das wusstet ihr schon länger. Wir waren ja schon mal an der Spitze des Turms. Wir hätten durchgehen können. Wir wären fertig. Aber wir haben ja... Heat. Jetzt muss er 1, 2, 3, 4 Mantras noch lernen. Das System habe ich noch nicht wirklich verstanden. Hier ist das in Ordnung. Wenn, ne, wenn ein Ding gelernt ist, hier nicht... Habt ihr eine Theorie dazu? Eine Game Theory? Weiß ich, das auch noch jemand? Ich meine, mir ist egal, was sie großartig machen. Ja. Das ist einfach tatsächlich an, weil. Weiß ich nicht, das. Für mich ist das jetzt mittlerweile, ist es tatsächlich schon wieder so ein Stück Kindheit, witzigerweise, weil früher habe ich es mir angeguckt, da war ich noch jünger, da war ich noch in der Schule, da war ich noch süß und kuschelig. Ich bin immer noch kuschelig, aber vielleicht nicht so süß. Kann aber keiner von, oder kaum einer von uns in die Kommentare schreiben, ah, du bist so ein zuckersüßer Bäschchen. Weil kaum Fotos von mir irgendwo auf dem YouTube-Kanal rumfliegen. Wobei es hin und wieder mal Vlogs gab, wo man mich sehen haben könnte, etc. Manche kennen mich, manche kennen mein Aussehen. Ich bin so der Teddybär-Typ. Habe ich mir sagen lassen von meinem schwulen Kumpel. Ne, also aus der schwulen Szene wäre ich dann der Teddybär oder Papa-Typ. Bitte sag nicht Papa-Typ. Das muss nicht sein. Aber ja, Ramble-Part. Ich meine, wir kennen jetzt alles. Gut, wenn wir alles kennen würden, würde ich nicht im Kreis rumrennen, aber wir kennen jetzt einen Großteil der Gegner hier. Wir kennen einen Großteil des Areals. Wir suchen ja jetzt nur noch nach Schätzen und den richtigen Weg zu diesen Schätzen. Nicht den richtigen Weg aus dem Dungeon raus. Weil das hätten wir jetzt schon längst erledigt. Aber ja. Heat muss noch eine Menge nachholen. Das ist. Naja. Ich habe schon mal erwähnt im letzten Video. Ich erwähne es ja auch nochmal eben schnell. Endgame sieht es. Ich war eigentlich beim letzten Mal auch nicht komplett fertig. Wir bekommen Ringe von den Bossen, das hatte ich erwähnt. Der Grund, warum ich mit allen Charakteren alle Mantras lernen möchte,
ist nicht der super tolle Grund, dass, wenn ich das mache, dass wir in Digital Devil Saga 2 dann auf einmal alle Techniken drauf haben. Boah, wäre das geil. Aber nein. Das gibt's nicht. Es ist ein kleiner Boost, den wir bekommen, tatsächlich. Es verhält sich so, dass wenn die Charaktere, ist egal wer, können also einfach mal wieder unseren guten Boy Surfy Surf nehmen, ja? Unser Surferboy schlechthin. Wenn Surf alle Mantras, die es gibt, das beinhaltet aber soweit ich weiß auch tatsächlich die von den Bossen, dass der komische komplette New Game Plus Boss, wie gesagt, das wäre dann der Shin Megami Tensei Nocturne Boss. Also unser Hauptcharakter. Der nur im New Game Plus vorkommt und dafür muss man dann das gesamte Spiel nochmal durchspielen, weil man nicht den Speicher nutzen kann, wenn man einfach nur das Vieh besiegt hat, also den Boss, sondern man muss dann das Spiel wieder durchspielen. Deswegen mache ich das nicht. Wenn er also alle Mantras gelernt hat, wirklich alle, dann erhalten wir im zweiten Teil einen Stat Boost. Und zwar plus 5 auf jeden Stat. Also startet er, sagen wir mal, normalerweise würde er im Spiel starten mit 5 sowas. Dann startet er halt mit 10, 10, 10, 10, 10. Das gilt für jeden anderen Charakter mit. Jeder. Moment, jetzt bin ich die Leiter hoch und wieder runtergeklettert. Kann das sein? Ich bin ziemlich sicher, genau das gemacht habe. Ah, Mann! Das ist nicht mein Tag. Das ist heute wirklich nicht mein Tag. Man merkt es mir vielleicht nicht an, weil ich eigentlich gute Laune habe. Aber ich fühle mich leicht kränklich. Heute ist auch der Tag, an dem ich die Katzen von Lace verpflege, weil er nicht da ist. Ich würde jetzt sagen, sei gegrüßt, aber der hört dann eh nicht, weil er meint, weil er keine LPs guckt. Kann ich ihm nicht vorwerfen. LPs sind meiner Meinung nach tatsächlich auch für alle. Weil, seien wir mal ehrlich, da hat man dann so einen Deppen, den man variierender Länge nach zuhört und unter Umständen, es kommt natürlich auf den LPer an. Ich hoffe, ich bin meistens eher einer, der informativ über das Spiel noch ist. Ich bin kein Vergleich zu, sagen wir mal, Chaka Khan Roy. Der sucht sich im Prinzip noch ein Team raus, labert mit Wikipedia-Seiten und hat man nicht gesehen über die Spiele, findet Sachen raus, sucht sich Gegnernamen raus, macht sich Notizen zum Spiel, kann da alles nachplappern, kann über Beta-Stuff reden, sonst Zeug. Eine richtig gute Sache und ich muss dazu jetzt wieder sagen, ist ein englischer LPR, also für diejenigen, die halt kein Englisch können oder wollen oder wie auch immer, ist das halt nichts, aber ich gucke ihn ganz gern und es ist schon beeindruckend. Dazu sei natürlich auch gesagt, im Vergleich zu mir, das ist ein LP, das kommt einmal am Tag. Davor wird recherchiert schon und gemacht und getan. Dazwischen sind dann halt Pausen von einer Woche, zwei, drei, vier, wie auch immer es halt gerade angebracht ist. Bei mir kommt ja Schlag auf Schlag, das ist wieder so eine so die andere Sache. Aber worauf ich hinaus möchte, ist halt folgendes. Da ist dann sehr, sehr viel Informatives mit reingeschoben. Ne? Man erfährt mehr über das Spiel, mehr über sich selbst. Naja, geht so weit nicht hin. Aber wirklich mehr über Spiel. Größtenteils einfach nur sehr informativ. Es wird auch viel geschnitten da drin, damit es halt tatsächlich ansprechend ist für die Leute. Etc. pp. Meine Videos sind meistens komplett ungeschnitten. Es sei denn, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich laufe nochmal zum Speicherpunkt, damit das mit den Leveln auch wirklich Level ist. Und die Whoopsie-Heat könnte eigentlich gerade das nächste lernen, aber ich habe jetzt halt gerade keine Lust zurückzulaufen. Das ist ja wieder was anderes. Ne, sowas mache ich dann schon. Aber ich könnte in solchen Projekten, ich könnte Kämpfe rausschneiden. Ich könnte
Hin- und Rückwege rausschneiden. Ich könnte sogar den Part hier eigentlich komplett weglassen, weil wir waren da, wo wir sein wollen. Ich könnte offscreen durch das gesamte Kloakengedöse hier laufen und dann einfach sagen, so, hier, hier und hier auf der Karte uns einfach zeigen, sind Schätze. Wie ihr da hinkommt, keine Ahnung, aber ihr macht das schon. Ihr seid super. Vergesst nicht, mich zu abonnieren und naja, nein, nein. Und es gibt halt solche und solche LPR. Es gibt auch welche, die machen sich komplett super lustig. Warum auch nicht? Es gibt auch Leute, die würden jetzt quietschen. Ah, da war eine Spinne. Oder so, keine Ahnung. Sonst fällt mir wirklich nur noch die Art LPR ein. Guck mal hier, ich habe ein neues Spiel gekauft, schon wieder. Ich habe das alte LP noch nicht fertig, aber naja. Spiel mal Pokémon. Könnte ich auch machen, spiele ich auch gerade, aber ich würde nie, abgesehen davon, dass ich kein Pokémon jemals empfehlen wollte, was wahrscheinlich auch nie wollen werde, bin ich größtenteils kein LPer, der anfängt mit, das Spiel ist gerade frisch raus. Ich mach das jetzt mal, weil die Welt es braucht, dass ich auch noch, das ist ja die große Betonung dabei tatsächlich, dass auch ich noch jetzt das nächste Star Wars LP oder so. By the way, wenn einer das von euch schon gespielt hat, dieses Fallen Order. Wie sind so eure Eindrücke? Weil ich mochte damals KOTOR Knights of the Old Republic. Da habe ich glaube ich den zweiten Teil gespielt, damals auf Xbox. Das müsste richtig sein. Aber ich fand's super. Star Wars als solches finde ich Star Wars auch gut, nur die Filme fangen an mich zu desinteressieren, könnte man sagen. Aber ja, nur mal so am Rande, wie gefällt es euch, wenn ich es gespielt habe. Mache ich ja größtenteils eigentlich auch nicht. Wo ich halt tatsächlich übergegangen bin, das muss ich ja gestehen, ist zu sagen, okay, das Spiel wird im Prinzip nicht angeguckt, es schreibt keiner. Dann ziehe ich schon den Stöpsel. Aber das liegt halt daran, so. Ich sag jetzt mal billig, wie das klingt. Das soll immer noch ein Miteinander hier sein. Deswegen bin ich auch für jeden, der schreibt, furchtbar dankbar, weil es ist wirklich unglaublich frustrierend, als LPR Fuß zu fassen, mittlerweile sowieso, aber dann halt auch sich hoffentlich Mühe zu geben. Ich drehe mich mal hier ganz kurz im Kreis, weil Cielo ist gleich fertig. Und wird nach dem Kampf wieder fertig sein. Gerade für Anfang der LPR. Ich meine, ich will hier kein Ratgeber spielen. Ich bin zwar jetzt, man könnte sagen, ein Senior in dem Geschäft sozusagen, weil ich mach's schon lange, ja. Aber es ist halt so, es ist wirklich frustrierend, wenn man sein erstes Video raushaut. Ja, meistens ist die Qualität scheiße. Ja, meistens ist der Sound scheiße. Aber man gibt sich Mühe und dann kommt halt nichts. Ich meine, natürlich kommt dann nichts, weil keiner einen kennt. Ne, jetzt sagt ja keiner auf einmal, yo, den kenne ich. Sag mal, fehlt da nicht irgendwie was? Warum ist denn das bei ihr auf und bei Dingens nicht? Ich meine, nur mal so, es ist nicht wichtig, aber das heißt, die wurden dann einfach irgendwann mal freigeschaltet, so nebenbei. Interessant. Ich würde schon sagen, da fehlt doch irgendwie ein Teil. Das ist für einen Anfänger, egal ob es in dem Sinne ein Anfänger ist, dass der noch die LPs gesehen und gemacht hat oder so. Oder einfach nur einer, der gesagt hat, okay, ich fange jetzt den Channel an, ich habe Interesse am LPen. Das ist halt frustrierend, das ist nicht schön, was hochzuladen und man bekommt gar kein Feedback. Soweit ich das verstanden habe, das ist jetzt wieder so eine Ausholkeule mit Wissen, was ich mir YouTube-technisch angeeignet habe.
Aber es ist so, dass... das ist nur Schweigen. Es ist so, dass Likes... Immer wenn gesagt wird, hier, lass ein Like da... Ich hab jetzt gerade wirklich diesen Bildschirm geschockt angestarrt. Mal überlegen. Was ist da gerade schiefgelaufen? Und dann fiel es mir ein. Ja. Es ist blöde, wenn die Gegner angekündigt Physical Drain einsetzen. Und ich dann eine physische Attacke hinterher werfe. Zeugt nicht da, zumindest nicht von einer guten Aufnehmspanne. Auch nicht unbedingt von gutem Menschenverstand. Aber das war schon doof. wo war ich denn geblieben? Achso, ja. Was YouTuber immer sagen. Egal wer. Ja, gut, nicht egal wer. Manche große YouTuber haben es nicht mehr nötig und sagen es nicht, weil die Fanbase ist groß genug, damit sie nichts mehr tun. Aber ich habe das Gefühl, das sind so diese relativ großen, die aber noch größer werden wollen. Vor allen Dingen, die dann halt wirklich Geld damit verdienen. Die aufhören möchten zu arbeiten und sagen wollen, ich arbeite von zu Hause, ich mache YouTube. Was ich, wie gesagt, nicht möchte, ist nicht mein Ziel, deswegen ist mir das egal. Aber ihr werdet mir wahrscheinlich zustimmen. Ich denke mal, im deutschen YouTube-Universum ist es genauso. Ich gucke kaum Deutsche, zugegeben. Ich rede sehr um den heißen Brei gerade rum. Wow. Es wird oft der Satz fallen: Lasst Like da, abonniert mich und toucht die Glocke an. Übrigens. An dieser Stelle auch eine Frage. Jemand, der tatsächlich meine Videos guckt. Hast du vor dem Bildschirm diese Glocke angetatscht und macht das wirklich einen Unterschied? Ich glaube, ich habe nirgendwo eine Glocke an. Und ich habe... Das muss man nachsehen. Ich habe auf jeden Fall Leute abonniert. Ne? Es ist nicht so, dass ich hier sitze und sage, ich bin der Einzige... YouTuber, den man braucht? Nee, ich habe Leute abonniert. Ich weiß nicht, wie viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 155 sind 162 Leute abonniert. Mit variierenden Inhalten. Das sind mal Gruselgeschichten, mal hier Game Theory und sowas, mal andere Let's Player, mal Horrorgeschichten, mal echte Horrorgeschichten, also. Morde etc. bla bla bla. Alles mögliche. Craft ein, alles drauf. Auch hier sind die Tanks. Aber ich habe nirgendwo die Glocke aktiviert. Ich bin aber der Meinung, ich kriege alle meine Abos mit, wenn ich auf Abo klicke. Die Glocke soll einen ja nur irgendwie darüber informieren, dass da was kommt. So ähnlich wie bei Twitch die Funktion, dass man live ist. Was... Da hatten wir tatsächlich drüber geredet. Koi und Hexe und Fenris an dieser Stelle tatsächlich mal seid gegrüßt, solltet ihr das hier sehen. Denn da habe ich mich drüber unterhalten, dass es in dem Fall tatsächlich so ist, dass sie nur darüber informiert wurden. Da ist mein Problem mit YouTube in dem Sinne. Müsste jedes Mal ein Video hochladen, um zu sagen, ich bin jetzt am Stream, müsste aber dann hoffen, das sehen die Leute. Oder umgekehrt, ich müsste einen Beitrag gestalten. Den sehen dann die Leute. Das Problem mit Beiträgen wiederum ist allerdings, dass die nur auf... beim Handy weiß ich, wenn man einfach nur auf Start drauf ist und runter scrollt, dann kommt das. Ich habe, glaube ich, noch nie einen dann im Abo-Feed direkt gesehen, aber das ist dann halt... Mal so am Rande erwähnt. Leute waren fertig. Ich muss zum Terminal gehen. Ich meine, das ist ja eher ein Quatschparty. Bis die fertig sind. Ich bin wahrscheinlich gleich schon wieder komplett fertig. Den ganzen Abgrasen hier. Und die Leute haben immer noch nicht alle das gelernt, was sie lernen wollen. Also,
Naja. Den sieht man halt relativ schlecht. Zudem poste ich es zeitgleich. Gut, mit ein bisschen Verzögerung, ich bin eine Einbahnarmee. Aber fast zeitgleich poste ich sowas dann immer auf Facebook. Auf meiner der Kombi-Seite. Und poste es auch in meinem Discord. Der mittlerweile so ein bisschen tot wieder ist, aber war abzusehen. Anyway. Na, da sieht man es dann, aber das ist halt, das kommt mal eben so und dann ist man die Hoffnung, dass jeder das mitkriegt. Tut man natürlich nicht. Also bei Twitch ist es wahrscheinlich gar nicht mal schlecht, weil ich streame selten. Wirklich selten, aber dann streame ich auch gut 2, 3, 4 Stunden am Stück. Und da ist dann theoretisch wieder alles offen. Neulich habe ich Sorted Sanctuary eine Stunde oder zwei da gemacht. Das, ich meine, die ganzen Streams kommen dann auch auf YouTube wieder, aber da habe ich das gemacht und ich habe 2 Stunden mit Final Fantasy 5 verbracht. Einfach nur genau denselben Inhalt, aber das Quatschen mit Abonnenten, das ist das Schöne daran. Ja. Jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Achso, das ist das mit der Glocke. Falls jemand nicht wusste, wofür das sein soll, dafür kommt dann immer die. Drückt doch mal bitte auf die Glocke, damit ihr das auch nie wieder verpasst. Ich meine, das lag drauf. Und das soll angeblich so sein. Also man drückt auf diese Glocke und wird dann darüber benachrichtigt. Ich glaube tatsächlich über das Glockensymbol, was ich normalerweise nur nutze, um zu sehen, du hast einen Kommentar, was ist das Kommentar, bla bla. Da müsste, glaube ich, dann eingeblendet werden. Der und der hat gerade was hochgeladen, aber ist das wirklich nützlich? Ich weiß es nicht. Wenn es jemand von euch macht, wie sind so eure Erfahrungen damit? Ist das tatsächlich nützlich? Jedenfalls. Likes sind eine schöne, anonyme Sache. Ich stehe gerade vor der Wand, kann das sein? Hab ja schön aufgemacht und so, aber da ist eine Wand. In der Tat. Juhu. Naja, damit haben wir dann die 4 Wände auch aufgemacht. Immerhin, ne? Ja, Likes sind halt eine sehr, sehr anonyme Sache. Ich bin der Meinung, ich kann nirgendwo einsehen, wer das Like oder Dislike hinterlassen hat. Und ja, das muss man ja auch sagen, es gibt auch Dislikes. Und auch das ist eine vertretbare Meinung, nur in dem Fall ist dann tatsächlich die Kommentarfunktion ein bisschen attraktiver für mich. Da kann ich wenigstens sagen, hör mal, eigentlich finde ich dein Video ja gut, aber ne, der Sound stimmte nicht, dein Mikro ist dabei verreckt, was auch immer. Können ja auch Kleinigkeiten sein, aber dass man wenigstens Feedback geben kann. Aber ja, die Like-Funktion ansonsten soll wohl nur, soweit ich verstanden habe, auf das System von YouTube appellieren, von wegen, guck mal, das Video wurde jetzt so und so oft geliked, das solltest du vielleicht auf die Vorderseite nehmen, so nach dem Motto, das könnte ja der nächste Michael Jackson sein oder so. Dafür ist das Like-System. Theoretisch helft ihr damit auf jeden Fall eurem Lieblings-YouTuber. Theoretisch. Praktisch gesehen ist meine Erfahrung damit, ja, dann steht halt an dem Video mal wieder eine 1 und eine 1 bei einem Dislike. Und man hat immer noch keine Ahnung, was war jetzt gut, was war schlecht, warum mag der eine das, der andere nicht, woran liegt. Also appelliere ich nach wie vor, weil ich bin der Kommentator. Ich darf das sozusagen. Appelliere ich tatsächlich nicht nur meinetwegen, sondern auch für alle kleinen YouTuber, die ihr vielleicht anguckt. Hinterlasst, wenn ihr es könnt, nicht nur ein Like. Kommentiert es. Es muss nicht immer viel sein. Ich kann nachvollziehen, wenn es geschrieben wird. Ich habe oft Diskussionen mit Kommentaren angefangen, deswegen kenne ich das mittlerweile. Ich kann nachvollziehen, wenn man sagt, Heat ist ein Idiot. Aber da kann er nichts für. Wenn man sagt, ja, ich guck's mir am Fernseher an, ist das eine. Ich meine, das ist so. Ich habe das früher nicht gemacht. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, im Normalfall sitze ich auf meinem super tollen
Gaming-Stuhl. Nehme auf oder spiele was. Sitze dann quer gegenüber von meinem Fernseher, so ganz leicht links angelehnt. Und währenddessen läuft YouTube oder Netflix oder Crunchyroll oder was auch immer, all diese ganzen Dinger, die es gibt. Dann habe ich Beschallung. Weil hier im Kreis rumrennen, ihr könnt euch vorstellen, dass das keinen Spaß macht. Zumindest nicht auf die Dauer. Es ist schon irgendwo. Bläh. Okay, irgendwann hängt es einem zum Hals raus. Und, ja, dann habe ich YouTube immer links neben mir laufen. Ich schreibe dann auch nicht ständig Kommentare. Ich meine, meine Ausrede, das ist die andere Ausrede, aber die gilt nicht, je nachdem, wen man anguckt, ist, der kriegt ja genug Kommentare von anderen. Das muss ich ja nicht machen. Ist richtig, bei so großen Leuten, die 100.000 Views innerhalb von 5 Minuten haben und dann halt noch wirklich, ich weiß nicht, Zehntausende von Kommentaren kriegen. Was übrigens tatsächlich beeindruckend ist, nur ob da alle beantwortet werden? Nein. Ist das ein Feature, was ich im Großen und Ganzen versuche zu bieten, wenn es in dem Kommentar irgendwas gibt, was ich ansprechen kann? Ja. Ist das ein Pluspunkt für mich? Ja. Aber darum geht es gerade nicht. Das Argument verstehe ich halt auch, ne, weil, ja, ich gucke auch große Sachen und wenn ich da irgendwas gucke, das mich wirklich, wirklich reizt, dann schreibe ich zwar was, aber nicht ständig. Übrigens sehe ich gerade, ich kriege, wo waren sie? Ich meine, Vital Neues habe ich gerade gekriegt. Ne, Vitalität plus 2. 2. Schon schön. Ein da. Wunderbar. Jetzt habe ich fast den Faden verloren. Aber ja, ich beantworte die Kommentare. Ist ein guter Pluspunkt. Bei größeren ist es halt dann tatsächlich, ne, kann man wegfallen. Es ist normal. Vor allen Dingen, wenn man YouTube mehr als eine Art Hintergrundgeräusch nimmt. Ich erwarte ja zum Beispiel auch nicht, dass derjenige, oder sei mir mal ein bisschen persönlicher, dass du gerade vor dem, naja, Fernseher, Monitor, Handy, was auch immer, konstant dein Augenmerk auf diese Kämpfe. Weil das ist immer dasselbe. Da ist im Normalfall, wenn ich nicht totales Pech habe und mich ein Gegner sofort umbringt oder sowas, passiert da nichts Neues. Es ist halt, ja, man müsste sogar sagen, uninteressant. Weil nichts passiert. Man hat halt dieses schöne, leichte Lied. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal ausholen. Jetzt ist doch blöde. Also damit meine ich tatsächlich nochmal zu dem Speicher da drüben laufen. Um, naja, danach zurückzulaufen, aber halt wieder neue Matratzen. Aber gut, so ist das Leben. Wo war ich jetzt schicken? Achso, ja, ich erwarte nicht, dass jetzt wirklich konstant drauf geguckt wird. Es ist halt ein angenehmes Hintergrundgeräusch. Man kann sich Musik anhören, man kann sich Podcasts anhören, man hört sich Vlogs an, man hört sich Unboxings an. Ich glaube, das macht scheinbar. Ich meine, da kommt dann immer, oh, ich hab verkauft! Oder, da ist T-Shirt! Dosenöffner? Solches, ne? Kann man auch machen. Funktioniert. Verstehe ich halt alles. Darauf läuft es gerade hinaus. Ich kann das verstehen, dass man dann auch nicht nochmal, weil irgendwo im Normalfall ist Autoplay aktiviert. Das ist Standard. Das ist normalerweise immer an. Es sei denn, man macht es extra aus. Das heißt, selbst wenn man wollen würde, das Video läuft weiter. Da gibt es eine ganz kleine Pause, wenn das WLAN gut ist. Eigentlich nur ganz kurzer Moment, zack, ist das nächste Video an. Das sind 5 Sekunden oder so. Autoplay, das nächste Video rausgebracht hat. Das heißt, man hat entweder 5 Sekunden schnell herauszufinden, wie es draufklickt, damit das Video stehen bleiben kann, damit ich einen Kommentar schreiben kann. Oder man lässt es weiterlaufen. Und setzt dann nochmal zurück. Kann man auch, aber das ist
Ist ja auch nochmal so, ja, oder man macht nochmal extra so ein Killefinster, damit man schreiben kann. Ist auch blöd, natürlich. Natürlich ist das blöd. Mache ich auch, sehr, sehr selten, wenn ich was schreiben wollte. Da ist es schon mal vorgekommen, dass das passiert und dann war so, oh, jetzt muss ich wieder zurückklicken, wieder runterscrollen, da schreiben. Jetzt kann ich das nächste Video machen. Macht keinen Spaß. Kann ich so sagen. Macht keinen Spaß, verstehe. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, um jetzt mal vielleicht ein bisschen schneller zu kommen, ist... Achso, das andere ist, was immer noch natürlich auch noch kommt, ist, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Ja. Das ist ein Totschlagargument. Was soll ich den Leuten sagen, was sie schreiben können? Ich meine, wenn ein YouTuber eine Frage in den Raum hat, ich könnte jetzt sagen, welche Frisur von den Hauptcharakteren gefällt euch am besten? Na, da haben wir 5 zur Auswahl. Yeah. Sucht euch eine aus und schreibt in den Kommentaren, wessen Frisur ihr am besten findet. Das ist ungefähr genauso eine tolle Frage, als würde ich jetzt fragen, wen von den Hauptcharakteren ihr würdet daten. Ich meine, es ist eine Frage, sie wurde in den Raum geworfen. Es wird einem in den Camps, in Anführungszeichen, beigebracht. Stellt eine Frage, weil dadurch, dass die Frage gestellt wurde, kann der Zuschauer mit euch interagieren, weil er dann halt eine Frage zu beantworten hat. Umgekehrt ist natürlich auch, wenn ihr eine Frage gestellt habt und ich würde jetzt, sage ich mal, öfter Q&As machen, dann, könnt ihr so einblenden, könnt die Frage beantworten und ihr seht, ihr kriegt direktes Feedback von mir. Nur in meinem Fall, ich kriege so wenig Kommentare, dass ich direktes Feedback in den Kommentaren gebe, aber ihr kriegt Feedback von mir. So wie ich Feedback von euch kriege, also von daher noch. Und wenn ihr halt einen kleineren Channel, und mit kleiner meine ich sogar solche wie meinen, ich meine, da steht zwar eine relativ große Zahl, meiner Meinung nach 2000. Der Gedanke, dass 2000 Leute mich abonniert haben, theoretisch, praktisch gesehen weiß ich nicht, ob sie zugucken, aber so viele Leute haben mich abonniert, gut, es sind mehr, aber ne, mehr als 2000 Leute haben mich abonniert, das ist schon, wow. Es wird nur ein Bruchteil davon angeguckt, ein ganz kleiner Bruchteil, im Schnitt 15 Views pro Video. Von diesen 15 Views pro Video sind 2-3 Leute, die dann auch was schreiben. Von 2000. Ne? Ihr versteht die Bredouille. Ich habe mich nicht gehalten. Ich hatte schon einen Schuss angeschlagen. Naja, der macht schon. Also es ist sehr, sehr, sehr problematisch, sag ich mal. Ich glaube übrigens, die zu fressen funktioniert nicht. Ich glaube, das ist nicht wahr, als funktioniert das. Das sind Gegner, die müsste man halt tatsächlich ängstigen. Mit einem kritischen Treffer oder so, aber ich glaube wirklich, dass man per Zufall fassen kann man für mich. Deswegen sind sie, glaube ich, tatsächlich komplett. Anyway. Es ist dann halt sehr, sehr wichtig, den Leuten, den kleinen Channel, Feedback zu geben. Und wenn es einfach nur ein lockeres Gequatsche ist, hey cool, ich fand dein Video cool, war ganz nice zu sehen, wie du da fast verreckt bist. Ich finde das immer witzig, wenn Leute, die meinen, sie können das Spiel, auf einmal erstmal volle Kanne auf die Presse kriegen, wobei das klingt schon wieder so sarkastisch und böse übernommen werden, aber irgendwas ist immer schön. Die Leute freuen sich. Und ich würde halt mal einfach behaupten, für kleinere Channel sind Kommentare deutlich interessanter als dieses "Lasst ein Like da, bla bla". Ja, wie gesagt, Like sorgt dafür, dass man wahrscheinlich ja jemanden vorgeschlagen wird. Je mehr Likes, desto wahrscheinlicher ist es, dass auf einmal, während ihr euch da eine Hit-Single von, keine Ahnung, Max Giesinger oder so anhört, auf einmal mein Video daneben ist, weil es einen ähnlichen Titel hat oder so. Höchst unwahrscheinlich, aber ne? Der Algorithmus funktioniert so Pi mein Augen. Es hilft, das ist keine Frage, es hilft, es ist halt nur dieser anonyme Weg, der YouTuber selber kriegt davon, ich bin nicht mit, es sei denn, er kommt jedes Mal auf seine
Analytics. So, dieses Video haben jetzt 5 Leute geliked. Letzte Woche waren es aber 8. Irgendwas mache ich falsch oder auch nicht, wer weiß, weil man hat kein Feedback. Ist halt immer unpraktisch. Früher gab es auf den Kanälen wenigstens noch eine richtig offensichtliche Beitragskolumne, sag ich mal, Leiste, wie auch immer. Und jeder Channel war einzigartig. Aber YouTube sagt ja, wir sind ja jetzt alles richtige Schneeflocken. Wir sind alle einzigartig. Ja, jeder Channel sieht komplett gleich aus, aber wir sind einzigartig. Was soll ich dazu sagen? Da fällt der Community-Punkt meistens raus. Also man sieht ihn nicht, das meine ich damit. Nicht, er fällt raus, oder es guckt keiner. Aber es ist halt das, was ich unter dem Beitrag schreiben hätte. Bei den Erstellen heißt das. Da hat in Zukunft keiner was von. Weil es meistens nicht auffällt, dass es das überhaupt gibt. Und was ich richtig schlimm finde, ist, wenn ich einen Beitrag verfasse, sowas wie Hallo Leute, findet ihr Tomaten oder Gurken besser? Oder möchtet ihr dieses Spiel sehen oder doch lieber das als LP? Ich kann da ja ganz großes Kino, ich kann da ja Umfragen starten. Dann kriege ich keinen Hinweis darauf, dass jemand was geschrieben hat. Keine Benachrichtigung, kann gar nichts. Da muss ich wieder eigenständig. Ich meine, ja, das arme Baby, das muss eigenständig nachgucken. Aber es wird nicht angezeigt, dass das mich frustriert. Man kriegt es teilweise erstmal nicht mit. Obwohl sonst alles immer so, ja, das musst du mitkriegen. Die Leute müssen die Glocke bimmeln lassen, damit sie das Video mitkriegen. Das ist total verkorkst eigentlich. Aber so ist das System halt. Naja, was ich damit sagen will, schreibt den Leuten, wenn ihr die Videos gut gefunden habt, wartet nicht auf irgendeine komische Fragerunde. Ich meine, ihr könnt gerne immer noch beantworten, welche Frisur ihr besser findet. Ich glaube, ich wäre dann aber tatsächlich Team Beat, muss ich sagen. Und naja, lasst euch nicht lumpen, wenn ihr die Möglichkeit habt, einen Kommentar zu schreiben, dann tut das. Derjenige, der das Kommentar kriegt, wird sich freuen. Das ist einfach so. Und ja, jetzt stehe ich hier und muss noch mit 3 Charakteren diese Mist lernen. Es war ein sehr, sehr schöner Quasi-Part, auch wenn ich immer mit und sowieso ankomme. Wenn ihr mit mir darüber diskutieren wollt, macht das ruhig gerne. Warum nicht? Ansonsten könnt ihr immer, ich meine, das müsste gehen. Ich probiere mal ganz kurz das nochmal aus, bevor ich jetzt irgendeinen Mist laber. Wenn ich irgendeinen YouTuber mir rauspicke, ist egal wen, irgendeinen. Ich klicke auf sein Community-Dingens da, dann sieht man zum Beispiel nur die Beiträge. Alles, was er mal gepostet hat und was man dann darunter gepostet hat. Aber ihr könnt nicht schreiben, soweit ich das sehe. Das heißt, ihr seid darauf angewiesen, wenn ihr da mit mir in Kontakt treten wollt, dass ich zumindest mal einen geschrieben hätte. Ne? Aber ihr könnt da auch mit mir immer in Kontakt treten. Verzeiht mir halt nur, wenn es länger dauert. Weil, wie gesagt, ich kriege ja keinerlei Hinweis darauf, das ist jetzt so, es ist da. Aber könnt ihr machen. Ansonsten hoffe ich, es hat euch trotz allem gefallen. Ich weiß, wir sind nur im Kreis gelaufen, aber Und beim nächsten Mal gibt es dann auf jeden Fall den nächsten, tatsächlich den nächsten Boss. Und ich glaube, direkt danach noch den nächsten Boss. Ja, vielleicht direkt im Anschluss, aber weiß ich nicht, weil ich glaube, danach kommen wir wieder in eine Kanalisation, weil dieses Design so schön ist. Ne? Bis zum nächsten Mal.